Diese verlorenen Studenten finden, die ID-Number finden. Die müssen wir natürlich behalten, weil wir ihnen dann die ID-Number, glaube ich, sagen müssen. Falls wir uns verlaufen sollten, können wir halt mit dem Dreieck aus dieser Höhe, aus diesem, keine Ahnung, was ist das? Aus diesem Grab, nenne ich das mal, fliehen. Dadurch aber wird unser Set runter. Das ist natürlich nicht gut. Deswegen sollten wir mal aufpassen. So, was haben wir hier? Read to the ready to answer by a info by a location displayer for okay. Ich sollte vielleicht einen Location Displayer kaufen, nur um sicher zu gehen. Press the select wire inside the drone to bring up this map. Your current location is indicated by the X mark. Okay, das ist jetzt noch besser. Wir haben jetzt die Karte und mit diesem Displayer sieht man auf der Karte, wo wir uns gerade befinden. Das ist, finde ich, ganz gut. Damit sollten wir eigentlich da uns umschauen können und auch irgendwie rauskommen. So, Northeast hat er gesagt. Ich sehe eigentlich gar nichts. Vielleicht schauen wir erstmal auf der Karte. Northeast müsste dann eigentlich so, das heißt, irgendwie hier so müsste das sein, auf dieses hier so. Gut, gucken schadet nicht, deswegen gehen wir jetzt mal dahin und gucken, ob da was ist. Werden natürlich von Gegnern aufgehalten, ich will mal sehen, was wir für neue Gegner haben, aber man sieht, da gibt es keine großen Veränderungen. Oh, I forgot to tell you, for my limit break shot, pull the trigger with the R1 button. Got it? Gut, testen wir mal aus, wie viel Schaden jetzt Spore mit seiner neuen Waffe ausrichtet. Du bist eine perfekte Versuchsperson. Okay, 542. Naja. Es geht. Nicht jetzt der Oberburner, aber es geht. So, Schifffahrer. Ifrit, oh, nice. Da wir von Damage sprechen. Ifrit hat jetzt gelernt. Verdammt. Hat jetzt gelernt. Erstmal lernt er Boost und er hat für uns gelernt 40 Stärke. So. Wir haben 61. Mal schauen, wie sich das jetzt verändern würde. 81. Das ist gut. Ich glaube, der Schaden müsste jetzt ganz gewaltig sein. Und ich sehe auch schon den Eingang dahin. Das heißt, wir waren richtig mit unserer Schätzung. So, zwei von diesen Fliegenviechern. Mal sehen, wie viel Schaden jetzt Squall anrichtet. So, ja, Squall, zeig uns mal, was du so drauf hast. 815. Nicht schlecht, nicht schlecht. Von 500 auf 800, das ist akzeptabel, muss man schon sagen. So, du darfst gerne nochmal draufhauen. Bam. Oh, sogar auf 900. Also zwischen 800 und 900 beruht der Schaden. Das finde ich gar nicht so schlecht. Man sieht die Veränderung der Waffe eigentlich nicht deutlich, aber man sieht, dass sich der Griff verändert hat. Der war nicht schwarz, denn der alte Griff war ja schwarz, der neue ist jetzt ein bisschen grau. Komm, das schaffen wir. Nein, nicht noch ein Gegner. Gut, das sollte ein Kinderspiel werden. Noah und Irvine holen sich den da nicht. So, Squall und Noah Level Up. Das ist sehr gut. Ifrit hat schon Boost gelernt. Yo, du bist echt schnell, Ifrit. Obwohl, das zu lernen war, hat nur 10 Punkte gebraucht, aber macht nichts. Das finde ich ganz schön, dass er so schnell vorankommt. Boost haben wir jetzt auch. Stärke-Bonus. One bonus to strength at level up.
glaube, erstmal lernst du HP und dann lernst du das hier. So, jetzt bitte ohne Kampf dahin. Ich möchte jetzt das schaffen. Jawohl, ohne Kampf diesmal. So, und was sehen wir da? Ah, das sind die Galbadier-Studenten, die vor irgendwas weglaufen. Flort! Ja, okay, das eine Sache wäre schon mal erledigt, nach denen zu suchen. Jetzt müssen wir einfach den Code finden. Protect geben wir Rinord, 11 Stück, das ist gut. Speichern hier erstmal. Nein, nicht Tutorial. Obwohl, warte mal, bevor wir können dann mal einen Test versuchen, um unser Set-Rang ein bisschen höher zu stellen. Ja, möchte ich. The Draw Command extracts magic from enemies. Das stimmt. GF stands for Garden Fighters. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich schätze mal nein. Nein. There are a total of 8 elemental attributes. Was haben wir denn? Wir haben Feuer, Wasser, Erde, Luft, Blitz. Also da gab's mehr, aber ich glaube 8 Mans. In a battle, a higher strength stat causes more physical damage. Ja, das stimmt. HP J ist Yangchen Ability, das glaube ich eher nicht. You can't assign specific abilities for your GF to learn. You can't. Doch, das kann man. Magic use MP, nein. You can name your GF, yep. You can wear protective gear. Glaub nicht. GF level up with AP, ja. Oh! 3 Stück waren falsch, aber naja. Versuchen konnte man es ja. So, jetzt speichern wir aber. Jo, und das war's wieder. Danach machen wir weiter in diesem Grab da und schauen uns um, was da so zu finden gibt. Und ja, mal gucken, was uns erwartet. Bis dahin, see ya, Leute. So, wie versprochen, geht's jetzt weiter. Wir befinden uns jetzt in diesem Grab des verbotenen Königs, auf Deutsch übersetzt, und schauen uns mal, was uns dort erwartet. Erstmal auf die Karte schauen. Ah ja, da sehen wir unser X. Das ist sehr schön. Ein Schwert liegt da. Mal gucken, was das ist. Oh, und neue Gegner. Das ist doch schon mal was Besseres. Er hat Protect. Renoir hat das ja gehabt. Vielleicht könnte Renoir ein bisschen was ausziehen. Du kannst mal ein bisschen protecten. Naja, 134, das sage ich mal, ist noch akzeptabel. Hau drauf. Zieh und hau drauf. Ich glaube, die werden hier noch öfters auf diese Viecher stoßen. Aber oh, nicht schlecht. Ich muss schon sagen, das Viech hält einiges aus. Bewundernswert. Aber ich glaube, den dritten Schlag überlebst du nicht. Das war klar. So, Student ID Number. Ach, oh, klasse, schon gefunden. 156. Das sollte man sich merken. Am besten schreibe ich es mir noch hier irgendwo auf, damit ich es nicht vergesse. So, naja, aber ich würde mal sagen,